Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video vom Barbecue Pit Boys Liechtenstein. Heute gibt es ein Dessertrezept, nämlich Birnen mit schwarzen Nüssen und Gorgonzola. Und wie das entsteht, das zeige ich euch jetzt. Ihr viertelt bitte die Birnen und gebt sie dann in den Kochtopf. Hier jetzt zum Beispiel ein FD1 von Petromax. Ob ihr das danach im Topf oder in einer normalen Pfanne macht, ist dann eigentlich egal. Zu den Birnen kommt dann noch 60 ml Weißwein und dann natürlich der Honig. Ihr könnt jetzt den Honig mit dem Weißwein zuerst verrühren oder das danach im Kochtopf machen, ist euch überlassen. Wenn ihr es im Weißwein zuerst verrührt, schaut bitte, dass es nicht so wie bei mir die Hälfte auf dem Tisch landet. So, bei mir kommt das natürlich auf den Grill und sonst in die indirekte Zone, circa 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie kalt es draußen ist oder wie warm. Danach einfach so lange kochen lassen, bis die Birnen weich sind. Ja, und jetzt nehmt ihr eure schwarzen Nüsse. Ich habe jetzt hier zwei Stück genommen, weil die doch von der Portion her recht groß sind. Und dann werden die schön in mundgerechte Größen geschnitten. Danach braucht ihr ein bisschen Alufolie oder ihr könnt auch Metzgerpapier nehmen, wenn das euch lieber ist. Und tut dann vier Stück, also beziehungsweise je eine Birne in einwickeln, dann natürlich mit der Soße dazu. Dann kommt der Gorgonzola. Ihr könnt den Gorgonzola entweder mit oder ohne Rand reintun, je nachdem, ob ihr das mögt oder nicht. Ich habe es jetzt hier mit Rand. Einfach eine Scheibe reinschneiden. Ihr könnt auch natürlich auch ein bisschen mehr nehmen, wenn ihr wollt. Das Ganze schön verpacken und tja, dann ab mit dem Grill. Den Grill bitte auf 200 Grad circa vorheizen. Wenn es mehr ist, ist auch kein Problem. Weniger sollte es nicht sein. Dann 5 Minuten in die indirekte Zone rein und dann sieht das Ganze dann so aus. Der Gorgonzola ist schön verlaufen. Ihr seht jetzt da auf dem Teller, sieht jetzt da nicht so appetitlich aus, kommt deswegen, weil die schwarzen Nüsse natürlich auch den Farbstoff abgeben in den Weißwein. Aber glaubt mir, geschmacklich ist das eine richtig tolle Sache. Bon Appetit! Tja, das war es auch schon. Das Rezept geht relativ schnell und ist auch recht einfach zu machen. Wo man die schwarzen Nüsse bekommt, ist natürlich jetzt noch eine unterschiedliche Sache. In einem ganz normalen Supermarkt wird man die nicht bekommen. Da muss man schon in die Delikatessabteilung oder in einen wirklich gut sortierten Markt, der auch, sage jetzt mal so, Sachen hat, die jetzt nicht so alltäglich sind. Ansonsten wenn ihr keine schwarzen Nüsse wollt, könnt ihr auch ganz normale Walnüsse nehmen. Da müsst ihr ein bisschen mehr Zucker oder mehr von den anderen Zutaten hineintun und dann vielleicht eventuell mit Vanille oder mit Zimt arbeiten. Das war's hier. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen Daumen hoch hier und abonniert einfach den Kanal hier, entweder hier oben oder irgendwo da oben. Nun kommt der Abonnier-Button. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Barbecue Pit Boy Liechtenstein.